Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin ja gerade beim Mediamarkt und ich gucke mir gleich PlayStation VR an. Ich habe gerade die Kamera zusammengebaut, damit ich direkt, wenn ich rauskomme, euch erzählen kann, ob das gut oder schlecht war. Ich gehe da jetzt mal rein, dann gucken wir mal. So, da bin ich wieder. Geiles Ding. Also ich bin froh, dass ich das Teil vorbestellt habe. Ich habe mir schon mehrere Reviews angehört von anderen Leuten, die es getestet haben. Es stimmt, man sieht, dass es Grafik ist. Trotzdem fühlt man sich echt gut drin. Also es gab die Möglichkeit, Headmaster, Into the Deep und London Heist zu spielen. Wobei Headmaster dieses Ding ist, ich versuche mit dem Kopf Balance Tor zu köpfen. Into the Deep ist einfach nur so ein Rumguckteil, wo man in einem Käfig unter Wasser ist. Und London heißt es halt das Interaktivste, deswegen habe ich das auf jeden Fall getestet. Und man darf rumballern. Geiler geht's nicht. Und im Endeffekt ist die Station, man sitzt auf einem Stuhl. Vor allem steht halt die PlayStation mit dem Zeugs. Und ich schätze mal, ihr habt das schon gesehen, man sitzt halt in so einem Van. Ähnlich eigentlich wie hier. Ist wahrscheinlich zu dunkel. Ja, also ähnlich wie hier. Nur, dass man nicht der Fahrer ist. Da merkt man halt, dass es aus London ist. Man sitzt auf der Seite und ist Beifahrer. Und ja, man wird halt angegriffen und man kriegt eine Uzi in die Hand gedrückt, mit der man dann halt rumballern darf. Und man kann das alles mögliche machen, man kann ein Handschuhfach aufmachen, neben einem liegen die Magazine, man muss nachladen. Und das ist alles sehr, sehr geil. Und man fühlt sich halt wirklich in dieser Welt, obwohl man merkt, dass es halt Pixel-Grafiken sind, aber das hat man ja bei Videospielen auch. Trotzdem fühlt man sich in der Welt. Ja, die Demo war definitiv zu kurz. Aber da standen jetzt schon, also die haben um 11 Uhr angefangen, ich hatte den ersten Termin. Da standen jetzt schon 8-9 Leute. Also jeder spielt ungefähr 10 bis 15 Minuten. Wenn ich mich jetzt wirklich da hinstelle und bei neun Figürchen anderthalb Stunden warten, nicht wirklich. Ich habe es vorbestellt, ich bin froh drüber. Ich kann es jetzt noch weniger erwarten, das Zeug endlich zu bekommen. Und das läuft auf einer PlayStation 4 also echt gut. Ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass das irgendwie laggt. Obwohl ich auch echt wild umgucken musste mich. Und auch dieses in dem 3D-Raum von dem Spiel sich bewegen, war sehr realistisch. Also wenn man die Hand irgendwo hinbewegt hat, dann ist sie auch dahin gegangen. Das heißt, auch wenn ich zu dem Fahrer geguckt habe, der quasi neben einem sitzt und dazu zum Handschuhfach gegriffen habe oder an der Seite zur Tür, obwohl die nicht im Bild ist, ging das ohne Probleme, wenn man einmal weiß, wo das ungefähr ist. Also der erkennt die Sachen schon gut. Der Platz, den man jetzt brauchte, der war auch nicht so riesig, wie der in dem Manual angegeben ist, dass man den bräuchte. Also das war schon okay. Was mich jetzt noch interessiert, ist halt 3D-Space. Das heißt, kann ich mich im 3D-Raum bewegen? Weil es gibt ja definitiv Spiele, die sowas unterstützen. Das konnte ich jetzt natürlich nicht testen, weil das war eine... Man sitzt auf einem Stuhl-Situation. Ja, cooles Ding. Ich fahre jetzt nach Hause und erzähle euch dann noch ein bisschen mehr. Bis gleich. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war zwischendurch noch einkaufen. Ich habe schon gegessen. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Und ist immer noch geil. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass es echt gut funktioniert hat von der Technik. Die Controller-Erkennung war gut. Das war das, wo ich mir nicht so sicher war, weil das im 3D-Raum bewegen mit der Kamera, dass er die Controller erkennt, hat gut funktioniert. Ich hatte kein bisschen Lag beim Umgucken. Und was das Wichtigste ist, ich wollte weitermachen. Und jetzt habe ich direkt nochmal nachgeguckt, ob meine Vorbestellung auch wirklich auf Ende Oktober steht. Ja, steht sie noch. Mal gucken. Geiles Ding. Schade, dass sie nur so wenig Spiele zur Auswahl hatten zum Testen.
Gut, wir haben im Mediamarkt gestanden, direkt am Eingang. Und der Monitor, beziehungsweise der Fernseher, der das Bild zeigt, was ich quasi im Spiel gesehen habe oder was der Spieler im Spiel gesehen hat, hat zum Eingang gezeigt, ich hätte gerne Resident Evil gespielt. Ich kann nachvollziehen, warum es nicht dabei war. Ich komme mal ein bisschen näher. Da habe ich auch die Demo hier auf dem Channel. Und mein erster Gedanke, als ich das Teil abgesetzt habe, war, okay, das ist wirklich strange, wenn man wieder in die Realität zurückkommt. Also man hat so einen kleinen... Also es war jetzt... Das hört sich immer so an, als würde man aus einer komplett anderen Welt kommen. Aber man hat schon den Unterschied gemerkt, als man das Headset abgesetzt hat. Da war ein Unterschied. Ist jetzt nicht so, als würde man, weiß ich nicht, in eine komplett andere Welt zurückkommen. Aber ich glaube, wenn man das länger spielt, dann kann das auch heftiger sein. Was ich aber... Ich muss ja noch ein bisschen mehr im Fokus rumspielen, Entschuldigung. Was ich aber als positiv ansehe. Ja, ansonsten, wie gesagt, London heißt, es halt einfach nur auf dem Sitz sitzen, rumballern. Was gut funktioniert hat, war auch dieses Nachladen. Das hat sich echt gut angefühlt. Erschreckenderweise, weil man hat halt einen Controller in der Hand. Aber dadurch, dass man die Hände sieht, was sie machen und was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man auch, wenn die Sachen nicht im Bild sind, nach Sachen greifen kann. Das hat schon was ausgemacht. Ich wusste zum Beispiel, dass direkt neben mir, quasi rechte Hand, direkt neben mir, stand diese Kiste mit Magazinen. Und ich hatte in der rechten Hand, hatte ich halt dieses Maschinengewehr. Und mit der linken Hand habe ich halt immer nachgeladen. Das heißt, ich habe, während ich geschossen habe, über meine Schulter gegriffen, ohne runter zu gucken, habe mir ein Magazin genommen, um dann schnell nachladen zu können. Oder die Tür aufmachen. Ich habe nach vorne auf dem Motorrad geschossen, habe an der Seite schon die Tür aufgemacht, weil von hinten auf uns geschossen wurde. Und nachdem das Motorrad abgeknallt wurde, habe ich halt rausgeguckt, mich nach hinten gelehnt. Und das war dieser eine Moment, wo ich echt also wo auch mein Körper quasi reagiert hat, als wäre der im Spiel. Ich habe sonst immer nur die Tür aufgemacht und rausgeguckt, aber dadurch, dass ich die Waffe in jeder Hand hatte, quasi, ich hatte halt hier den Controller, musste ich, um die Ecke schießen zu können, mich zur Seite lehnen. Das heißt, ich habe mich quasi aus dem Auto rausgelehnt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn man an einem Abgrund steht und da runter guckt, dieses, wo sich der Magen so zusammenzieht, so ein bisschen so dieses, oh, da könntest du jetzt runterfallen. Halt ein Alarmsignal vom Körper, dass das eine Gefahr sein könnte. Und genau das hatte ich da, das war sehr cool. Und ja, ich habe mir überlegt, Resident Evil, also wenn das nur annähernd so ist wie in der Demo, das komplette Spiel, dann kannst du ja nicht länger als 20 Minuten am Stück spielen, sonst bist du total durch. Was positiv ist. Also, positiver geht's eigentlich gar nicht. Der Vergleich Oculus Rift. Ich habe dieses Development Kit 2 aufgesetzt gehabt. Das ist die beste, in Anführungszeichen, Virtual Reality Brille, die ich auf hatte. PC. Und der Unterschied ist halt einfach, dass ich bei der Rift das Gefühl hatte, dass mir jemand eine Brille vors Gesicht gespannt hat und dann, damit die auch nicht runterfällt, wie so eine Taucherbrille halt. Nur halt in krasser. Und dann wiegt das Teil noch echt viel. Das heißt, wenn man es bewegt hat, dann hat man halt hier so diesen Druck auf der Augengegend. Und was bei dem PlayStation VR alt ist, ich trage oft, das seht ihr auch meistens in den Videos, Cappies. Und im Endeffekt ist das nichts anderes. Wenn man eine Cappy vernünftig, also ich mag das zum Beispiel nicht, wenn die zu locker ist. Das heißt, ich habe die immer eng. Nicht jetzt, dass sie den Kopf einschnürt, sondern einfach nur, dass sie fest sitzt. Und im Endeffekt hast du bei der PlayStation VR genau das Gleiche. Das heißt, du hast im Endeffekt
das Band, genau da, wo das bei der Cappy sitzen würde. Und die Brille hängt zwar vorne da dran, vor deinen Augen, aber die drückt halt kein bisschen auf dein Gesicht. Du hast an den Seiten, da ist so ein Schaumgummi, der quasi die Sicht verdunkelt, damit da nichts, kein Licht von außen reinkommt. Was auch wichtig ist, weil beim Abnehmen, also als die Demo dann vorbei war, da ist man in so einem Virtual Reality Raum. Man hat die nicht selber abgenommen, weil die halt Angst haben, dass die kaputt geht, was auch nachvollziehbar ist. Aber dann wird halt zuerst nach vorne die Brille weggenommen, dann auf einmal kommt halt von den Seiten das Licht und das reißt einen voll raus. Also in dem Moment war ich von jetzt auf gleich wieder in der Realität zurück. Also in der richtigen Realität, in der realen Realität, nicht in der virtuellen. Aber ich glaube, auflösungstechnisch, also vom Display her, ist die zumindest gleichwertig, wenn nicht sogar besser als das DK2. Wie die fertige Version aussehen wird und wie die HTC Vive aussieht, weiß ich nicht. Oder wie die aussehen, die habe ich halt noch nicht aufgehabt. Aber es ist jetzt definitiv nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ein Display. Ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, kann man Pixel sehen. Aber das kann man auch, wenn man vor einem Bildschirm sitzt. Und das kann man wahrscheinlich auch mit der HTC Vive und der Rift. Ja, und mit den Handys. Es gibt ja dieses Gear VR. Da ist ja auch nicht anders. Da siehst du ja auch die Pixel von dem Display. Ist halt so. Ja, was ich noch direkt wusste, ist, dass ich gucken muss, dass ich irgendwie einen kabellosen Kopfhörer bekomme. Und ich muss mich jetzt mal schlau machen, ob die PlayStation Bluetooth-Kopfhörer anschließen kann, weil da habe ich einen guten. Das ist halt der, mit dem ich auch immer Musik höre. Wenn das gehen würde, wäre natürlich geil. Das ist was ich mir angucken kann. Und ich muss mir jetzt definitiv noch so eine Kamera besorgen, so eine PlayStation 4 Kamera, weil ich habe mir zwei von diesen Move Controllern besorgt, da hatten die beim Real in einem Ausverkauf bei uns, bauen die gerade den Real um, der war umgebaut und dann die halt die alten Sachen ausverkauft und da hatten die für die PlayStation 3 so ein Sport blablabla bla bla, mit Move-Controller und einer PlayStation 3 Kamera. Das heißt, ich habe jetzt zwei PlayStation 3 Kameras, mit denen ich nichts machen kann. Ich muss mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie, ich kann man die am PC benutzen als Webcam oder so. Weiß ich nicht. Oder vielleicht über USB an das Android-Handy anschließen. Muss man mal schauen. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei von diesen blöden Kameras über, aber die Controller haben halt 10 Euro gekostet. Also inklusive der Kamera und dem Spiel. Das Stück. Also immer noch billiger ist, als wenn ich mir die Move-Controller jetzt auch kaufen würde. Und jetzt brauche ich halt so eine PlayStation 4 Kamera. Weil VR habe ich schon vorbestellt. Funktioniert halt nicht ohne Kamera. Das war PlayStation VR mal angetestet und für richtig, richtig gut befunden. Ich glaube, so consumermäßig, wenn man mal komplett zusammenrechnet, ist das halt die beste Version, die man haben kann, als nicht alles High-End haben muss, Gamer. Klar, ein fetter PC mit einer richtig fetten Grafikkarte, die sind ja auch gar nicht mehr so teuer sind. Jetzt mit den neu angekündigten Grafikkarten von Nvidia. Plus eine HTC Vive, die ich allein von dem, was ich gehört habe, definitiv der Oculus Rift vorziehen würde. Ist wahrscheinlich geiler. Man kriegt wahrscheinlich viel, viel geilere Grafik hin. Nur brauche ich das? Ich glaube nicht. Also wenn die Spiele so gut laufen wie jetzt diese Demo oder wenn ich dann für ein bisschen geilere Spiele mir vielleicht die PlayStation 4.5 Neo,
was auch immer, wie die dann genannt wird, kaufen muss, dann ist das auch okay. Ich kann die PlayStation 4 noch verkaufen. Gibt ja Leute, die VR nicht haben wollen und die kein 4K brauchen. Die sind ja mit einer PlayStation 4 immer noch gut dabei. Das heißt, die hatten immer noch einen guten Wiederverkaufswert. Und im Zweifelsfall, meine Kinder sind jetzt auch nicht gerade mehr so klein. Die fangen auch irgendwann an. Vielleicht stellt man die hier ins Wohnzimmer und lässt die mal damit spielen. Hat den Vorteil, man kann zu Hause halt auch PlayStation zocken. Ja, was ich auf jeden Fall noch machen muss, und da setze ich mich jetzt gleich hin und überlege mal, ist, ich muss mein Studio umbauen. Nicht, weil ich zu wenig Platz hätte, das wäre nicht das Problem, aber wenn ich das filmen will, das PlayStation VR gibt halt einmal das Bild aus auf diese Brille und hat nochmal einen zusätzlichen Videoausgang, der auf den Monitor gehen kann. Und das ist auch der einzige, den man abgreifen kann. Das heißt, es ist manchmal nicht das, was der Spieler sieht, weil manche Spiele sind halt asynchrone Bilder. Das heißt, man hat nicht auf der Anzeige das gleiche Bild wie auf der Brille. Aber ich sag mal, die meisten Spiele benutzen das halt als zusätzlichen Bildschirm, damit die anderen zugucken können. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich mich jetzt beim PlayStation VR spielen filme, dann wäre es echt nicht schlecht, wenn ich einen Monitor hätte hinter mir, wo man nochmal sieht, was ich mache. Ja, dann ist ja gar nicht mehr so lange bis Freitag. Da werde ich dann einen kürzeren Vlog machen, weil ich auf dieses ganze PlayStation VR-Zeug mich eingehen muss. Und da gucken wir mal, was wir als nächstes so VR-technisch zu berichten haben, dass wir so ein Special machen können. Ansonsten halt in den Vlog gucken, da wird immer was angetextet. Ja, man sieht sich. Genau, Play 1. Ciao.